Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Skyrim. Wir haben das letzte Mal, ja, ich beginne jede Folge mit waren wir Prinzhart hier? Ulfric Sturmmantel habe den Großkönig getötet. Mit seiner Stimme. Ja, Er soll ihn natürlich. einfach in Stücke. Ja. Wir gehen mal hier hin. Den Riesen töten. Jetzt endlich mal. Juhu. Ja, schön, ne? Haben wir einen neuen Gefährten in Aussicht. Den lieben Rocky. Rocky! Komm her, Pferdchen. Wir müssen da hoch. Oder? Ja doch. Ungefähr die Richtung. Oder? Ne, warte. Moment. Wir müssen hier hoch. Ne, da geht's gar nicht hoch. Ha! Siehste. Erstmal vorher unsere Frau verwirren. Wo geht er lang? Was? Ah, naja. Hier hoch. Oh, ernsthaft. Wo bist du? Ist ja gut, chill mal deine Nuggets. Stirb. Die ist aber. Zack. Kopf ab. Nein, ich möchte die gerne looten. Würdest du bitte, würdest du. Eisenerz, Gold, Silberbarren, Trank der Ausdauer. Werden Streitkolben. Okay, weiter geht's. Ich frage mich langsam, was unsere Kinder zu Hause machen. Die müssten ja eigentlich. Das machen wir gleich danach, wenn wir. Da kümmern uns mal noch ein bisschen um die Kinder. Die haben, glaube ich, genug zu essen. Hoffe ich doch. Müssen wir darüber? Ja, müssen wir. Oh Mann. Noch geht. Dann halt nicht. Okay. Ja, dann. Hallo. Nein. Hallo, du. Meins. Brauchen nämlich die Hörner von dem. Direkt hinter euch. Ja, der Laden hat Geld abgeworfen. Ist. Ne? Bekannt. Hier oben könnte man auch gucken. Soll ich mal? Nee, ja. Warte. Ich entdecke kurz den Ort. Ja, und dann reite ich wieder darunter. Was gibt's hier? Wilgrunds Grab entdeckt. Nee, wir gehen da erst später hin. Ich möchte jetzt erstmal den Riesen töten, ne? So hier, ne? Und so. Ich will jetzt hier nicht irgendwie Stunden Dinge. Hier längs. Wir müssen eigentlich auch übers Wasser drüber. Ja, ich bin auf dem Pferd und du nicht. Und deswegen muss ich ja irgendwie vorgehen. Ist jetzt
die irre Frage. Wie kommen wir darüber? Ja, da ist wohl ein Bär. Toll. Ah, guck mal, so kommen wir darüber. Schmetterwiegen viel Wiesen entdeckt. Hi. Ich pack mal das Pferd ein bisschen weiter weg. Ich weiß, er unterstützt uns im Kampf, aber in diesem Fall nervt er einfach nur ein bisschen im Kampf. Lass den Bär da unten sein. Hat er eine Truhe hier? Oh, das war verkackt. Warum? Was macht das Pferd denn hier? Stirb! Jawohl. $300. Schön mehr ein Pelz, Riesenzeh. Pelz, Pfeile. Ach nein, den Helm wollte ich doch gar nicht. 10 Pelze, ach ja, richtig. Nirnwurz, so ist locker. Opfergaben hier von den Leuten mal mitnehmen. Gibt's denn nicht? Oh, geil. Ufer, wo ist Rindfleisch? Wieso? Oh, die ist doch hier am... Und durchbraten. Gab's hier nicht immer eine... Ist noch Heu? Ach, eine Kiste. Haha, wusste ich doch, dass es hier irgendwo eine Kiste gibt. Kräftigen Heilung, der kräftigen Ausdauer. Fell, Gold, geistlicher Helm ist Schwachsinn, Stahlkolben. Stahlstreitkolben ebenso. Na gut. Ja, da hätten wir noch einen Scavenger, aber sonst. Oder ein Skier, oder wie diese Viecher auch immer heißen. Halt! Hirtenkäse nehme ich mit. Nicht IM. Ins Grab. Da gucken wir uns danach auch mal um. Ich möchte aber erstmal hier hin und mir das Kopfgeld abholen. Jo. Danach, nachdem wir uns das Kopfgeld abgeholt haben, würde ich ganz gerne Dinge tun. Wie zum Beispiel mal ja, zu den Kindern gehen. Sturmmäntel sind im... Moin. Ausgezeichnet. Ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Hier ist eure Belohnung. 100 Gold. Ich würde gerne das 12.000. Im Endeffekt, wir könnten es uns leisten. Möget ihr sicher rein. Noch nicht. Noch nicht. Ich kaufe es mir mal noch nicht. Weil... nee. Ich weiß nicht. Oder bauen... Ja, ja. Oder bauen wir hier das Zeug auf. Wir brauchen irgendwie mal... Warte mal. Wir brauchen mal irgendwie... Ach, die alten Pluswald wollen wir auch nochmal treffen. Richtig. Räume den Tresor aus. Ja. Das ist das mit dem Dämmer-Stern-Zuflucht-Dingens. Ja, ja. Die will ich aber noch nicht ausbauen. Das sage ich ganz ehrlich. Da. Ne. Schrein von Talos. Er möchte mich am Schrein von Talos treffen.
Es geht um Mord, der kürzlich auf dem Markt von Makat zugetragen hat. Ach das, ja, okay, mit dem Verrückten. Das wäre auch nochmal interessant, das zu machen. Forsche die Legende von Nalo, ja. Das ist verbuggt. Meh. Da könnte ich höchstens googeln, wer da der Mörder im Endeffekt ist, aber da würde ich mich spoilern und... Ja. In höchster Not. Oder das irgendwie versuchen zu umgehen. Finde die... Das haben wir ja auch schon von... Von Anfang an. Das will ich aber irgendwie nicht. 10 Bärenpelze, ja. Pass auf, wir machen das erstmal mit Flusslammwald. Das hier. Und das, was ist hier? Hier ist nichts angezeichnet. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal zu uns nach Hause. Genau dahin. Und gucken mal, was die Kinnings machen. Weiß nicht, vielleicht können wir den kleinen irgendwie so was geben, wie so einen kleinen Lederhelm haben wir ja. Bis er lernt, mit Rüstung zu kämpfen. Ihr seid wieder zu Hause. Ja. Schaut mal, was ich gefunden habe. Hier ist für euch. Silberring, cool. Mama hat mich zum Markt mitgenommen. Da, was ist denn? Was ist denn? Apple. Da. Danke. Bitte. So, jetzt aber ab ins Haus, Kinnings. Was macht ihr hier draußen? Mitten in der Nacht. Was soll denn das? Ja. Wo ist? Ach hier. Hey. Mama hat mich zum Markt mitgenommen. Wow, wirklich? Was ist es denn? Ah, und zwar Apple. Du kriegst auch 6 Stück. Wie deine Schwester. Danke. Geschenk aus Nächstenliebe hinzugefügt. Was ist das denn eigentlich? Das ist auch genau. Gut. Hier tun wir erstmal immer Dinge rein. Was brauchen wir noch? Den tun wir rein. Das können wir dann später verzaubern. Hier irgendwie was. Ja, komm hier, den hier. Das können wir. Orkischen Helm. Was haben wir denn für einen Helm? Da hat Magika um 40. Rüstung 32. Gewicht 6. Gewicht 8. 44. Nee. Dann haben wir den orkischen Helm mal weg. Einfach nur, weil... Keks. Nee, weil der ist mir einfach eindeutig zu schwer und sieht auch nicht besser aus als meiner. Essen. Da haben wir auch eine Kiste für Essen. Oh. Okay, warte mal. Was macht der? Beutel? Liste, genau, die Rezepte. Hier ist im Endeffekt, genau, hier ist einfach nur... Haben wir Zutaten? Genau. Alles ablegen. Jo. Alles ablegen, alles ablegen. Auf dass es Platz gäbe. So. Dann haben wir hier doch irgendwo was noch mit Essen. Essen. Wir müssen Essen loswerden. Wo haben wir das denn? Ich müsste auch immer noch mal googeln, wo wir... Haben wir nicht eine Küche hier? Wir sind zumindest schon mal die ganzen Wertsachen drin. Ach nee, hier waren nur die Barren und sowas. Wenn ich... Schatulle ist auch leer. In irgendeine Stadt. Ach nee, hatten wir die nicht hier runtergetan? Yep. Kleidung. Das hier ablegen. Goldener Saphirring. Schlossknacken kommen. Testring, Granatring, Silberringe. Das war's.
Genau, Ziegen, sonstiges. Fell, Feuerholz, Garansteine und sowas. Warum haben wir den Topf denn mit hier? Was? Ein Kuhfell. Rubine ohne Ende. Die Pelze, kommt da alle mal rein. Gut. Pelze, Ziegenfelle. Horn. Und der hier. Gut. Haben wir doch bestimmt. Hier haben wir nur Ringe und so ein Stuff. Und hier haben wir Amethyste. Genau. Das ganze Erz. Die Eisenbarren, das Eisenerz. Garansteine. Rockelöse Bienen. Biene, Garansteine. Silberbarren, Stahlbarren. Fädelter Mondstein. Das war's. Das sind nur noch Seelensteine. Die man natürlich auch irgendwo reinpacken könnte, aber. Ich hätte dazu einen Witz, aber den sage ich jetzt nicht. Der ist gemein. Obwohl. Okay. Ich erzähle. Wie nennt man mittelalterlich ein Kind, das vergewaltigt wird? Ich sag nichts. Okay. Ich finde den gemein. Was haben wir denn hier? Also dieses Schwert der Bindung und alles. Was hatten wir denn in dieser Truhe? Ach, alles, was wir verkaufen wollten, ne? Haben wir denn nicht noch? Wie kommt der Nei? Bin immer noch da. Wir haben einen hübschen kleinen Gewinn gemacht. Hier, das ist euer Anteil, mein Herzblatt. Na? 600 Gold, nice. Was zu kochen? Wie geht's den Kindern? Sehr gut, Schatz. Die frische Luft tut uns allen gut und dieses Haus, es ist einfach perfekt. Ich mag die. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Ich sag da mal nichts dazu. Erst so übelst. Ach ja, ihr seid so toll und hm. Abgeschworenen Pfeil. Irgendwie wirken. Ja, das müssen wir auch noch verzaubern. Entzaubern, sag ich mal. Ihr geht vor, ich folge. Somit. Ablegen, ablegen. Und Bekleidung? Die ablegen. Obwohl wir die eigentlich kommen. Was? Nein. Das Ding. Gib mal her. Wenn wir schon mal hier sind. Entzaubern. Jo. Schießkunstverstärkungen. Gegenstand ist zwar zerstört, aber was soll's. Alright. So, wir haben jetzt wieder. Warum haben wir noch so viel Bücher und sowas, müsste ich alles noch abgeben, ne? Moment, haben wir denn nicht hier irgendwo alle Bücherregal? Genau, hier oben. So. Du kannst 0 Bücher in dieses Regal stellen. Okay. Ablegen. Kannst nicht so viele. Willst du mich verarschen? Weil hier passt doch super was rein. Hier, dort. Nein, ich möchte es nicht lesen. Ich möchte das Bücherregal. Das ist doch zum Kotzen. Sonst noch hier irgendwo ein Bücherregal. Bei den Kindings zum Fleisch. Nee, auch nicht. Da nicht. Das ist unser einzigstes Bücherregal? Nee, ich hatte doch mehr. Oder noch irgendwo. Wobei mir das so gerade mal einfällt. Hier schon irgendwo ausstellen wollen. Das gibt es doch nicht.
Ich bin am Überlegen, ob ich das Haus in Dinges da wirklich kaufe und da eine Bibliothek dran baue. Geht das? Das gucke ich mal bis nächste Folge. Nächste Folge muss ich gucken, ob ich das kaufe oder nicht. Ansonsten. Lass das erstmal kommen, was soll's. Dauert zwar ein bisschen jetzt so, aber gut. Dann müsste ich dann auch mal gucken, was ich denn dann mache, ob ich da Kinder reinschmeiß oder nicht, oder wir laufen jetzt erstmal nach Fluss oder reisen erstmal nach Flusswald und sprechen mal mit der Alten, damit wir diese Folge überhaupt mal was gemacht haben. Trolle gibt es überall im Himmelsrand, ob tief unter der Erde oder frei in der Wildnis herumlaufend. Okay. Wo? Hier ins Gasthaus, ne? Ne, dort ins Gasthaus. Ah! Ich denke mal, die wird noch ein. Ist niemand gefolgt. Kommt! Ich habe einen Plan. Die hat jetzt allen Ernstes die ganze Zeit dort gewartet. Okay. Respekt, das nenne ich Durchhaltevermögen. Julia, komm mal rein. Na? Ich habe einen Plan ausgearbeitet, wie wir euch in die Botschaft der Talmor schmuggeln können. Na da. Den nicht mit? Das ging ja schnell. Warum kämpfen wir uns den Weg nicht einfach frei? Das also ist euer Plan? Selbst wenn ihr das überleben würdet, wären die Dokumente verschwunden, bevor ihr hineingelangen könntet. Wir sind wegen der Informationen gekommen, schon vergessen? Ja, sehr gut. Vertraut mir, ich mache das schon sehr lange. Meine Methode ist besser. Wie lautet euer Plan? Wie soll ich mich in die Botschaft der Talmor einschleichen? Die Botschafterin der Talmor, Elenwen, veranstaltet regelmäßig Feiern, bei denen sich die Reichen und die Leute mit Beziehungen bei den Talmor einschmeicheln. Ich kann euch bei einer dieser Feiern einschleusen. Sobald ihr in der Botschaft seid, schleicht euch davon und sucht Elenwens geheime Akten. Ich habe einen Kontakt in der Botschaft. Für diese hochriskanten Aktionen ist er nicht der Richtige, aber er kann euch helfen. Ihr heißt Malborn, ein Waldelf. Hat jede Menge Gründe, die Talmor zu hassen. Ihr könnt ihm vertrauen. Ich werde ihm ausrichten lassen, dass ihr euch im Zwinkern in Skewa treffen soll. Kennt ihr den? Währenddessen versuche ich, euch eine Einladung zu Elendens kleiner Feier zu beschaffen. Trefft mich bei den Stellen von Einsamkeit, wenn ihr alles mit Malborn arrangiert habt. Noch Fragen? Okay. Wer ist dieser Kontakt? Seid ihr auch sicher, dass er vertrauenswürdig ist? Wie komme ich auf diese Feier? Was mache ich, wenn ich die Botschaft geschafft habe? Ich werde euch in Einsamkeit sehen, nachdem ich einmal. Okay. Wie komme ich auf diese Feier? Darum kümmere ich mich. Ihr erhaltet eine echte Einladung, keine Sorge. Solange ihr die Rolle eines Speichelleckers der Talmor spielen könnt, werdet ihr an den Wachen vorbeikommen. Also Redekunst leveln. Was mache ich, wenn ich die Botschaft geschafft habe? Dann geht der Spaß erst richtig los. Ihr müsst euch von der Feier davonschleichen, ohne Verdacht zu erregen. Dann müsst ihr Elenwens Büro finden und ihre Akten durchsuchen. Malborn kann euch sicher sagen, wo ihr suchen müsst. Wer ist dieser Macht Kontakt? euch keine Sorgen wegen Malborn. Er ist nicht so gefährlich wie ihr. Aber er hasst die Talmor mindestens so sehr wie ich. Er ist ein Waldelf. Bei einer dieser Säuberungsaktionen in Walenwald, von denen wir niemals etwas hören, haben die Talmor seine gesamte Familie ausgelöscht. Zum Glück wissen sie nicht, wer er wirklich ist. Sonst würde er bei den Feiern der Botschaft keine Getränke servieren. Dieses Lied hier ist besonders beliebt. Ich werde euch in Einsamkeit sehen, nachdem ich in Malborn getroffen Das habe. klingt gut. Seid vorsichtig. Was habt ihr immer noch Schatzi? Fragen? Danke.
Doch still ward der Rote kein Wort mehr sagt, als Schild meint Mathilda, wer Herzpoint war. Wir haben Zimmer und Essen. Ihr Getränke, und ihr lügt und ich bringt koche. All unseren Mädchen. Nun lasst uns doch sehen, ob der Tod euch wohl. Ich geb dir 100 Gulden, wenn du aufhörst. Gott, Alter. Och. Nee. So. Kriegt natürlich jetzt nochmal den Handelskondor. Mal schauen, was wir so verscherbeln können. Ihr und ich, wir Schmuckstücke, Krimskrams, solche. Ja. Können wir hier irgendwie was? Kleidung, war auch nix. Tränke. Ich brauche weiße Tränke, die hätte ich mal alle ablegen können. So ein Mist. Genauso wie die. Verdammt. Genauso wie das ganze Essen. Verdammt. Ne, sonstiges. Genau das. Kaufen? Kaufen? Kaufen. Ah, mehr Gold hat er nicht. Okay. Also gut. Es waren ja anscheinend die Gitarrenknochen, die uns so viel Platz weggenommen haben. Sind wir nämlich wieder bei 241. Haben wir noch hier irgendwo den Schmied? Links und Hild ist raus. Egal. Gut. Nächste Folge. Google ich erstmal, ob wir das Haus kaufen können wegen der Bibliothek oder nicht. Und wenn doch, dann überlege ich mir mal noch, was wir da vielleicht adoptieren wir noch zwei weitere Kinder und tun die da einfach rein. Einfach so. Moment, hat er denn... Da möchte ich mal noch gucken. Wenn wir das Haus denn kaufen. Wenn es wir kaufen. Hast du Bedarf für Kinder? Meine Schwester kann... Oh, etwas hiervon, was davon. Was hast du denn sonstiges vielleicht? Dietriche. Warum gibst du her? Guten hier bis Mädchenkleid. Jungentunika, grüne. Einfachen Stroh. Mächtiger Seelenstein. $1000? Ja, damit. Sonst hast du das aber nicht. Essen hast du noch, Bücher hast du noch. Zombie erwecken. Haben wir Zombie erwecken? Egal, gib her. Leichten Schutz haben wir bestimmt auch nicht. Kann ich mich zumindest nicht dran erinnern. Ich möchte ein Holzschwert. Hast der Holz? Holzzahn? Höhlenpelz? Nee, Holzschwert hat er leider nicht. Okay. Verkaufen. Okay, schade. Nein, guck mal, irgendwo anders. Wir werden doch irgendwo anders noch ein Holzschwert finden, also für den Kleinen. Gut, dann würde ich sagen, was ist das mit der Folge? Dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. Wie jede Folge.